Arzneimittel. Als Arzneimittel bezeichnet man Stoffe und Zubereitungen von Stoffen, die zur Anwendung am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind. Und diese Arzneimittel sollen helfen, Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder zu erkennen. Arzneimittel, so können auch dazu da sein, Krankheitserreger, Parasiten und körperfremde Stoffen abzuwehren. Arzneimittel sollen insbesondere auch helfen, diese zu beseitigen oder unschädlich zu machen. Arzneimittel sollen auch die Beschaffenheit, den Zustand und die Funktionen des Körpers beeinflussen, natürlich verbessern. Arzneimittel sind auch Wirkstoffe, die man nutzen kann, um Körperflüssigkeiten zu ersetzen. Arzneimittel schließt also die verschiedensten Medikamente ein und es gibt also Arzneimittel, die diagnostizierend sind, es gibt Arzneimittel, die behandelnd sind und es gibt Arzneimittel, die auch vorbeugend sein können. Im Volksmund ist Arzneimittel letztlich synonym zum Medikament und man kann sagen, es gibt natürliche Arzneimittel wie die Psychopharmaka, die Phytopharmaka. Es gibt homöopathische Arzneimittel und dann gibt es natürlich die pharmakologischen Arzneimittel.